heute geht's gegen Real Madrid. Und ja. Legen wir direkt los. Die Tweets haben wir schon letztes Mal am Ende gelesen, meine ich. Und deswegen würde ich sagen, mal los. Ich habe, sorry, dass gestern die Folge so komisch war. Aber mein PC hat automatisch Sachen umgestellt und ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Von wegen Lägen, von wegen allem halt. Ich hoffe es. Und natürlich hat mein PC dann auch mal eben kurz in OBS meine Ausgabequelle einfach entfernt. Und deswegen hattet ihr gestern auch keinen Spielsound. Das tut mir sehr leid. Das war definitiv keine Absicht. Aber damit habe ich nicht gerechnet, weil den Tag davor habe ich halt noch damit aufgenommen und ich habe nichts umgeändert. Entschuldigung, ich bin erst seit einer Stunde wach. Bin noch, naja, bin noch nicht ganz wach. Willkommen zum letzten Vorbereitungsspiel. Hier sind Wolfuß und Frank Buschmann. Heute geht es hier um den letzten Feinschliff. Alles ist auf den Saisonstart ausgerichtet. Und los geht's! Latte und er hat ihn! Keine Tore zur Pause. 0-0. Jetzt der Angriff. Da geht er hart rein. Und das sieht nicht gut aus, scheint verletzt zu sein. Ja, sie werden wechseln müssen. Das ist natürlich ganz bitter. Eieieiei. 35 Minuten vor Schluss kommt Hunter jetzt rein. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie wollen natürlich mehr. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Hunter hier die Entscheidung bringen kann. Ja, das wollen wir uns doch auch mal angucken. Philipp Bernard am Ball. Ey, mit meiner alten Grafikkarte da hat es nicht so häufig gehakelt. Alvaro Tejero. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Der Pass spielt er gut. Da kommt der Schuss. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Und da verlieren sie den Ball. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jetzt schießt er. Und den hält er fest. Gut gemacht. Klasse, warum? Aufgepasst. Er kommt an den Ball. Den spielt er gut. Der Abwehrspieler ist da. Flanke abgefangen. Ey, komm schon. Und jetzt die Real.
lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Das wird Abschluss geben. Der Freistoß, klare Sache. Bernard. Kork. Wird das seine Torchance? Gute Aktion. Real Madrid mit der Balleroberung. Ich komm schon, Alter. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Alex Hunter. Er bekommt hier Unterstützung. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt sind sie am Ball. Nein. Benzema. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Nein, nein. Nee, nee. Nein! Ronaldo! Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Da lässt er den Gegner alt aussehen. Sehen wir hier auch nochmal in der Wiederholung. Klasse gemacht und dann ein super Abschluss. Hey. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ein bisschen hat es ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Und er geht an ihm vorbei. Fairer Einsatz hier. Gut verteidigt hier. Lucas Vázquez. Alexander könnte jetzt natürlich von dem Ausfall profitieren. Ja, das ist seine Chance. Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Hey, und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Also eigentlich habe ich nichts drauf, das war noch nicht blöd, aber... Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Der Ball geht in Richtung Ronaldo. Klasse gespielt, guter Steilpass. Nee. Da zieht er ab. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Gute Gelegenheit jetzt. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Ey, komm schon. Gib mir doch Alex. Ein gelungener Pass. Sauber vom Ball getrennt hier. Guter Einsatz hier von Gayo. Alexander jetzt. Ach komm schon. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Super Zweikampf, den Ball hat er. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Benzema. Ey, komm schon, Alter. Und das gibt Vorteil für Real. Karim Benzema jetzt. Nein, 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 Benzema. Nein, nein. Benzema! Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Nein, lauf doch. Lucas Silva. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Und jetzt die Chance. Und wenn er den macht, dann liegen sie schon zwei Tore vorne.
Und das hätte das natürlich ein bisschen beruhigt, das Ganze hier. Auf dem einen Torvorsprung können sie sich nicht ausruhen. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Schon Leute. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Und nun Benzema. Ich versuche ja das Tempo anzuziehen, aber Lucas kein Silva. Durchkommen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und jetzt der Schuss. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Ja, Junge. Ach, komm schon. Bale am Ball. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Montero. Alex Hunter. Gayo. Wird's jetzt gefährlich? Ey. Sehr gut aufgepasst. Abgefangen, gut gemacht. Stephen Kingsley. Fair. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das muss Freistoß geben. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ein Kopfball. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Wenn sie nach dieser Ecke treffen, haben sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Casemiro. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Go. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt, der Gegner hat den Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Defensive steht. Stephen Kingsley. Alex Hunter. Das Spiel ist aus. Real Madrid gewinnt. Was du nicht sagst. Tja, umgelaufen. Aber wir haben nicht so sehr auf die Fresse bekommen, dass ich denke, das ist. Naja, auf der gesamten Vorbereitungstour haben wir nur zwei Gegentore kassiert. Das ist ja schon nicht schlecht, glaube ich. Weiß nicht. Und wir haben 8 Tore geschossen. Das letzte Vorbereitungsspiel heute und schon ein Sieg in der Tasche. Sí, hemos empezado bien. Es una temporada larga, pero siempre es bueno empezar con una victoria. Hat die Verletzung das Spiel maßgeblich beeinflusst? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Es war nett, aber so viel habe ich nicht gemacht. Eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Hab nicht mal was
was den Transfermarkt steigert. Da habe ich nichts gemacht. Ja, okay, schade. Meine Fresse, was ist denn jetzt so los, Alter? Wer ist Mr. Alexander? Vielleicht mein neuer Lieblingsspieler. Ihr wart als Kinder schon ein super Sturmduo und ihr seid es immer noch. Meine Fresse, Alter. Ist doch jetzt mal gut. Real Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey. Das war richtig gut, Mann. Wahnsinn, Mann. Aber das sind bloß Vorbereitungsspiele. Nicht mal die Stammelf ist angetreten. Die Premier League, Mann, das ist das, was zählt. Eine der härtesten Ligen der Welt, Mann. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in ab 14 Clapham und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Hoffentlich gibt uns der Trainer eine Chance nach dieser Tour. Klar, wir verdienen eine Chance. Alter, keine Abwehr kann's mit uns aufnehmen. Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bitte was, Toro? Meiner Berechnung nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Oh Mann. Und da geht es los. Vielleicht kann Mr. Alexander den Ausfall kompensieren. Riesenstärken, Mensch. Der Ausfall von Gil Sigurdsson ist echt bitter. Hoffentlich können Mr. Alexander und ich dich ersetzen. Schwere Aufgabe. Das ist die Chance für die Spieler von 20. Mr. Alexander und Lucas Walker, ihr könnt sie zeigen. Schwerer Schlag für 20. Sigurdsson fällt mehrere Monate aus. Wer kann ihn ersetzen? Vielleicht Mr. Alexander und Lucas Walker. Bitter, dass blablabla sie verletzt hat. Könnte mehr Spielzeit für meine Klienten blabla und blabla bedeuten. Wenn die Chance kommt, müssen Spieler wie blabla und blabla bereit sein. Ich hab die Namen nur zensiert wegen Urheberrechts. Nein, eigentlich fand ich das gerade. In meinem noch nicht ausgeschlafenen Zustand fand ich das eigentlich ganz witzig. Aber dann habe ich es getan und dann war es doch nicht so witzig. Ich entschuldige mich. Warum steht er in der Startelf? Abschluss, Kurzdistanz und Lupfer.
glaube, wir hatten mehr Tore geschossen. Glaube ich. Da hätte ich mich beinahe genutzt. Oh. Egal, drin. Ich würde sagen, das mache ich noch mal. Alter, viel zu harmlos. Geht doch. Ja, das ist mir auch bewusst. Voll ins Gesicht getroffen. Na, komm schon. Erst rankommen lassen und dann. Und dann drüber ballern. Warum nicht gleich so? Jawohl, Abschluss gelevelt. Wir sind immer noch Auswechselspieler von der Wertung her. Das ist hart. Also das ist echt hart. Hey, hat jemand meinen Ball gesehen? Was willst du mit dem Opa-Ball beim Training? Glücksbringer, wo ist der? Er war in meiner Tasche. Ja, ja, wirklich lustig. Gib ihn wieder zurück. Den? Willkommen im Team, Alex. Wir sind im Team, Mann. Meinen Glückwunsch. Habt ihr verdient. Ach, danke. Gracias. Oh, oh mein Gott. Wir stehen im Team, Mann. Ja. Los. Ja. Lauf. Kommt schon, Leute. Ja, du musst immer aufpassen, ja. Weißt du? Oh, ich flippe total aus. Ich glaub's einfach Wahnsinn. Nicht. Das ist unfassbar. Ich weiß es nicht. Was? Aber warum dieses Loslauf? Hä? Nee. Nee, das lese ich gerade nicht.
gegen Liverpool. Okay. Aber ich würde sagen, nein. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Boah, ich bin zu müde. Alter. Nee, man hört mich noch. Ja, hallo, ja. Aber der stoppt auch die Aufnahme.